Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen. Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Sind Sie so lieb? Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Plenarsitzung. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und mir die Ehre geben. Das ist wieder ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest und teile mit, dass noch verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU Bündnis 90 Die Grünen betreffend Gleichberechtigung der Geschlechter voranbringen. Drucksache 20-5342. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird das Top 96. Und wir werden das mit 52 Antrag und Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE zu diesem Thema aufrufen. Die Fraktion DIE LINKE hat darum gebeten, den Tagesordnungspunkt 61, den Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Hessen für eine Welt ohne Atomwaffen, zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 84, das ist die Aktuelle Stunde, die gleich beginnt, aufzurufen und diesen Punkt heute Abend Abstimmung zu lassen. Gibt es da irgendwelche Bedenken? Nicht der Fall. Dann machen wir das so. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen sehr zügig. Am Ende der Plenarsitzung stimmen wir dann wie üblich wieder alles gemeinsam ab. Wir beginnen jetzt im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den Aktuellen Stunden. Eine Mittagspause ist nach dem Tagesordnungspunkt 52, dem Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE, vorgesehen, aus jetziger Sicht voraussichtlich 13.45 bis 15 Uhr, so in der Kante irgendwo. Es fehlen heute, entschuldigt, der Ministerpräsident bis 18 Uhr und der Staatsminister Wintermeyer bis 18 Uhr. Jetzt frage ich, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Ja, bitte. Jawohl, war gestern schon krank, halten wir fest. Weitere Entschuldigungen? Nicht der Fall, alles da. Fußball gibt es auch nichts Neues. Die Landtagself bereitet sich. Ja, Wolfgang, du seh mal zu, mach da mal ein bisschen was irgendwie intern oder wenigstens strategisch oder was. Also, die bereiten sich vor auf die nächsten Spiele. Die Eintracht, nennen Sie, war in Ordnung am Wochenende, der Punkt, das ist gut. Und ansonsten gibt es nichts Neues. Die Bayern haben wieder gewonnen, unsere Bayern. Das freut uns ja alle. Und deshalb warten wir auf die nächsten aktuellen Meldungen, die es gibt. Und es gibt noch eine erfreuliche Meldung. Der Kollege Volker Richter von der AfD-Fraktion hat heute Geburtstag. Er wird 57 Jahre. Ich gratuliere ihm ganz herzlich. Ich wünsche ihm alles Gute. Komm mal her. Ja, nur Gott, da mal. Dann wünscht er was.